Hallo liebe Leute und willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda The Wind Waker. Wir haben im letzten Part den Boomerang geholt und haben hier was ganz am Anfang vergessen, was wichtig ist. Ui, wichtig so, dass es scheinen muss. Dass es glänzt so lange, bis ich es rausnehme und dann glänzt es einfach so in der Luft herum. Es ist die Labyrinthkarte. Wir haben sie komplett vergessen. Also ich habe sie komplett vergessen. Ihr seid immer die Fleißigen und schreibt mir Kommentare. Ihr seid nicht Leute, die was vergessen. Pff. Nur Shorty vergisst Dinge. Schlagt euch diese negativen Selbstkommentare direkt aus dem Kopf. Ihr seid coole Leute. So, hier rein wieder mal. Dann gehe ich darüber. Oder wisst ihr was? Da ich ja den Boomerschwang habe. Da, andersrum. Da, Boomerschwang. Kann ich mir da Stöckchen nehmen? Stöckchen. Kommt her, Ichus. Ich weiß, dass ihr auch da. Mehr! Und raus! Wow! Ja, du bist aber einer, der es riskieren will, ne? Hallo! So, und jetzt kann ich mich auch um dieses Pflänzchen kümmern. Wir wären aus dem einen Raum auch rausgekommen, indem wir den Boomerang verwendet hätten und oben die zwei Schalter aktiviert hätten. Aber hier halten wir noch ein Ritterwappen. Das wollte ich noch unbedingt holen, auch wenn ich keinen Grund dazu habe, es zu holen. Habe ich es geholt, weil ich es holen kann. Holen, 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 holen. Hallo, Hol, wie geht's dir? Wie dem auch sei, wir pissen uns wieder nach oben. Sofern wir in der Lage dazu sind. Wow, das war knapp. So, wohin? Sieht sich das aus, bis nach hinten, dann mache ich das. Ansonsten hätte es keinen Sinn. Von hier kann ich von hier irgendwo. Wow. Tentakel. So, von hier aus wieder. Hier rüber. Ich finde das lustig, wie er mit seinen Beinen dann so hin und her schwenkt. Yay. Und vielleicht noch ein bisschen. Gibt's hier noch ein bisschen Zeugs? Zeugs, das so existiert. Gibt's nicht, okay, tschüss. Kein Bock. So, dann, Blatt. Jetzt machen wir es einmal so, wie es sich gehört, grundsätzlich. Wir springen hier drauf, drehen uns um, machen Blatt-Action. Geht's hier überhaupt runter? Ich nehme das als Nein. Und somit kann ich... Der war da unten, war doch gerade was. Da unten war doch was. Okay. Ich möchte nur auf Nummer sicher gehen, ich möchte hier nichts verpassen. Ich werde es aber hundertprozentig noch irgendwas verpassen. Jetzt können wir uns auch um diese Typen hier kümmern. Diese Haufen können wir mit dem Blatt wegwehen. Und mir geht's übrigens wieder fantastisch. Also ich bin wieder komplett gesund, könnte man sagen. Komplett noch nicht. Also meine Nase ist noch etwas verstopft, weil ich erst vor kurzem ein wenig Nasenbluten hatte und mich dann noch nicht wirklich schneuzen kann. Aber das ist ja überhaupt nicht wichtig hier gerade. Schaltet hier, wo du Let's Playst hier Zelda und nicht Let's Play, wer hat stärkeres Nasenbluten. Yes! Schön gelandet. Und hier geht's wieder weiter rauf. Das brauche ich hoffentlich jetzt nicht nochmal machen, weil ich habe so oder so meinen Super Boomer Schwank. Rüber mit dir. Ich weiß, das Ganze haben wir im letzten Part an sich schon. Wozu habe ich das gemacht? Das Ganze haben wir im letzten Part an sich schon erledigt gehabt. Aber. Es macht im Grunde nicht so viel Unterschied aus. War hier nicht Plattformy oder so? Oder war. Oh, da war das hier. Ja. So, das heißt, mein Wind Waker brauche ich jetzt nicht. Kann ich später verwenden. Da werfe ich lieber mal das Ding hier und grapple mich hier in die Ecke. Oh, das war wirklich knapp. So. Schaue ich, dass ich mal rüberkomme und raufkomme. Und gleich einmal diese ganze Insel nach unten befördere. Weil das ist das, was ich, glaube ich, machen muss jetzt gerade. So denke ich zumindest, was ich mich erinnern kann. Nicht riskieren, Schatti, das geht sich nicht aus. Okay, es wäre sich ausgegangen. Okay, da unten ist Pflanze. Pflanze? Hier ist auch Pflanze und ich stelle mich drauf. Ich finde das wundersam, dass diese Pflanze sich bewegen muss, ohne dass sie wirklich einen Zweck erfüllt. Wieder mal Logik pur, könnte man sagen. Was haben wir hier drunter? Oh, haha. Ich hätte dich das letzte Mal schon
aktivieren sollen. Aber jetzt ist es an sich auch schon zu spät. Hier sind wir jetzt richtig. Und müssen hier alle dieser blauen Pflanzendinger, abcutten, damit das hier passiert. Und dann ist auf einmal die Musik wieder happy. Freut sich ein Keks ab und ich würde gern wissen, wie komme ich darüber? Komme ich wahrscheinlich normalerweise raus, wenn ich den Boss besiegt habe, den Zwischenboss, komme ich da oben raus, habe ich das Gefühl. So gut, dann springen wir mal runter und beginnen Suizid. Springen direkt ins Wasser, das war irgendwie Glück, dass ich das überhaupt bis dahin geschafft habe. Na dann, pissen wir uns da rein, würde ich sagen. So, dann haben wir... Oi. Für dich hier. Dann kann ich euch markieren. Noch einmal. Dann wieder du hier. Ich kann mich gar nicht mehr an den Typen erinnern, dass der auch hier im Raum drinnen war. So, dann du. Noch einmal du. Das war praktisch. So, und ihr beiden noch. Dann pisse ich mich ein wenig weiter zurück, damit der Typ mal daherkommt. So, das war sinnfrei. Das ist cool, dass er mir Magie gibt. So, jetzt kann ich da rüber. Und werde von... von diesen komischen Tentakelviechern wird, wenn man, glaube ich, ausgelutscht werden. So, da drüben ist eine Schatztruhe, die darf ich nicht vergessen. Wir erhalten einen gelben Rubin, oder? Hahaha. Ich kann mich also doch noch an diese unnützen Schatztruhen erinnern, in diesem Dungeon. So, dann haben wir das auch erledigt. Cool, ich bin schön drauf gelandet. Ah, ich habe ein Schild nicht draußen. So. Und zwar muss ich jetzt hier, und dann möchte ich mich doch hier in diese Richtung bewegen. Also schauen. Muss ich mich darüber... Oh, wartet. Ich habe was vergessen. Ich habe was vergessen. Noch einmal. Ich habe gar nicht in die Richtung geweht. Ach, egal. Das ist jetzt nicht so toll. Es ist nicht egal. Es ist nicht so toll. Mal schauen. Das ist schon viel toller. Das ist perfekt. Hoffe ich halt einmal. Ah, das schaut so aus, als könnte ich darüber springen. Hopp. Wow. Das war das erste Mal, dass ich etwas gesehen habe unter Wasser. Komm ich da ein bisschen rüber. Das wird sich wahrscheinlich schon wieder nicht ausgehen. Aber ich kann es ausprobieren. So, schauen. Und werfen. Yes, es hat funktioniert. Denn ich glaube, hier habe ich noch etwas zu erledigen. Ich brauche nämlich, glaube ich, einen Schlüssel an Kernen. So, hier mal freimachen. Dich hier besiegen. Dich hier runterschlagen. Na, dich hier runterschlagen. Oh, cool. Das ist toll gewesen. Das ist auch toll gewesen, dass ihr so nett seid und einfach auf mich zulauft. Dich hier wieder. Dann dich zuerst. Das war knapp. Das war knapp, aber es hat funktioniert. Wieso sollte man sich darüber beklagen? So, dann schaue ich darüber. Funktioniert das am besten. War das überhaupt nötig, dass ich hier runterspringe? Ich glaube nicht. Das war einfach nur, damit man hier wieder raufkommt. Falls man einmal runtergeflogen ist. Zwei sind noch da oben. Drei eigentlich. Habe ich alle erledigt? Sehr schön. Oh. Okay, hier super rein. Quetsch. Kann ich mich nicht an sich da reinquetschen und dann... Achso, nein, er schließt sich ja automatisch, wenn ich zu nahe bin. Da drin hätte ich gerne einen Boomerang geworfen, aber das geht ja nicht. Ich muss ja eine Bombe von oben reinwerfen. So, springen und Pflanze entstehe. Das kann ich mich auch noch erinnern. So, hier rüber. Dann...
muss doch treffen, Shorty. Nee. Noch ein zweites Mal. Safety first. So, und dann hier zurück. Noch ein drittes Mal. Dann haben wir hier die Donnerblume. Da richte ich mich aber gleich in die richtige Richtung aus. Springen und werfen. Ach, ich muss wieder genau reinzielen. Das ist natürlich sehr toll. Ich liebe solche Dinge. Ich hasse sie im Grunde. Aber hopp. Das war wieder falsch. Yay, Shot, yay. So, springen und werfen. Sehr schön, das klang richtig. Jetzt kann ich auch mal. Wow, das war jetzt einmal cool. Okay, das war jetzt richtig cool. Einfach stylisch reinrutschen. Das ist eine Schatzkarte sogar gewesen. Es war nicht ein Schlüssel. Ui, ui, ui. Toll, dass ich da extra hergekommen bin. Das freut mich jetzt sogar. So, danke. Ich brauche nicht eine Information dazu. Ich weiß, was eine Schatzkarte ist. Kann ich hier raus? Nein. Seid doch nicht so unhöflich. Muss ich extra da rauskrabbeln wieder. Na dann. Gut, wir wissen ja, wie wir wieder rauskommen. Wir gehen einfach den Weg hier entlang. Rupp, rupp und rupp. Und sind wieder raus. Also ganz sinnlos war die Aktion jetzt nicht, aber ganz sinnvoll war sie auch nicht. So, jetzt muss ich mich beeilen, bevor das Ganze wieder zusammengeht. Es ist zusammengegangen. So, das war auch knapp. So, aber jetzt. Wollte nicht extra rauf. Sollte nämlich so auch funktionieren. Und jetzt können wir loslegen. Das erinnert mich irgendwie wieder an Minish Cap. Okay. Den einen sollte ich da mal wegbekommen. Irgendwie stecke ich fest. Komm her. Yeah. So gehört sich's. Ich bin hier weg. Ich weiß nicht, wieso ich feststecken bleibe. Das hat was damit zu tun, wo ich stehe. Das ergibt natürlich Sinn. Wenn ich zu weit in der Mitte stehe, kann nichts passieren. Das ist natürlich schön gescriptet. Wow, das war knapp. Das ist mir zu frei hier. Das war so klar. Ah ja, so kann ich euch also rauslocken. Diese Tentakelviecher, ich hasse sie. Weg hier. Nun gut, genau, da war noch so ein blöder Raum. Mit großen Großviechern. Da musste ich mich oben hinstellen und dann auf alle zielen. Nur ich muss auf den ersten, auf den richtigen zielen können. Das war dieser hier. Na komm, geht doch. Richtig hinstellen. Ja, übrigens, mit L kann ich mich dann wieder in die Ego-Perspektive, also in die, nicht in die Ego-Perspektive. Ach komm. Nochmal von vorne. Eins, zwei, drei, na komm. Drei, vier. Oh. Verdammt. Jetzt wird es wahrscheinlich das nicht nehmen. Ja, weil ich es genau in der richtigen Reihenfolge machen muss. Ganz genau, Shorty. So gehört sich das. Eins, zwei, drei, nein. Wieder rauf. Vier, fünf. Und schwing. So, danke sehr. Jetzt tauchen wieder diese komischen Viecher auf. So, da stelle ich mich so hin. Und hopp. Beeilen. Ist ja schon irgendwie klar, was wir hier rausbekommen. Denn es ist der große Schlüssel. Oh yeah! Somit können wir uns direkt einmal zum Boss begeben und brauchen uns nicht mehr hier rumschlagen mit den ganzen Dingern, die wir hier brauchen. Gegen die brauche ich nicht kämpfen, das werde ich auch etwas überspringen jetzt. Und zwar im Sinne von, ich laufe hier, 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 laufe hier,
Kann mich noch gut erinnern an das. Ach, ich muss doch kämpfen. Gut, das werden wir im nächsten Part machen. Das heißt, danke Leute fürs Zusehen. Unten links der Link zum nächsten Video. Und wir sehen uns das nächste Mal bei Let's Play The Legend of Zelda The Wind Waker wieder, wenn es heißt, wir krabbeln da drunter. Zu diesen zwei Videos. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.